Mein Name ist Nicole Bauersachs, ich bin Koordinatorin in der Krebsberatungsstelle Südthüringen. Ich bin die erste Ansprechpartnerin am Telefon und terminiere die Termine meiner Kolleginnen sowie bin ich für alles Organisatorische in der Krebsberatungsstelle zuständig. Genau, okay. Ja, na gut. Na dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich bin Susanne Wallner, ich bin Diplompsychologin. Mein Name ist Laura Schacht, ich bin Masterpsychologin. Wir sitzen in der Albert-Schweitzer-Straße 19, gleich direkt neben dem Klinikum. Und zu uns können alle Menschen, die irgendwie, die selber von Krebs betroffen sind oder auch Angehörige, können zu uns kommen. Wir können die Menschen einzeln beraten, wir können Paare beraten, wir können Familien beraten. Und erfahrungsgemäß stellt ja so eine Diagnose Krebs das Leben völlig auf den Kopf und löst auch große Unsicherheiten aus und betrifft ja sowohl psychologische Themen als auch familiäre Themen. Existenzielle Sorgen treten auf. Und dieses Spektrum an Anliegen und Fragen können wir hier in der Beratungsstelle auch in Zusammenarbeit mit unserer Sozialpädagogin bearbeiten und angehen und die Ratsuchenden beraten. Mein Name ist Sabine Bärschneider. Ich bin hier die Sozialpädagogin der Krebsberatungsstelle. Ich bin für Sie da. Also das können solche Sachen sein wie ist denn jetzt mein Lebensunterhalt gesichert? Was für Fragen gibt es in Bezug auf den schwer beschädigten Ausweis? Muss der beantragt werden? Wie läuft das alles? Wo kann ich das machen? Wo finde ich Informationen dazu? Und ich unterstütze Sie bei der Antragstellung. Also man muss dazu sagen, dass unser Angebot hier ganz niedrigschwellig und für jeden erreichbar ist. Das heißt also, wir nehmen keine Krankenkassen-Chipkarte. Es ist ein ganz kostenloses Angebot, was jeder in Anspruch nehmen kann, der von Krebs betroffen ist. Das heißt also alle an Krebs Erkrankte, aber auch Angehörige. Zukünftig haben wir geplant, dass es Gruppenveranstaltungen geben wird und wir werden uns einigen Fragen auch nochmal in einer anderen Perspektive nähern. Also heißt in Veranstaltungen, in Workshops, in verschiedenen Dingen, die man einfach machen kann.